Wiesn.tv, powered by Swiss Concept, präsentiert Barry Werkmeister. Jetzt mitmachen und Wiesn.tv Vespa gewinnen. Die Aufgabe meines Lieblingskandidaten des heutigen Tages, ich hole mir bloß einen, gell? Eben, ja. Der Rainer. Drei gesagt, wo kommst du eigentlich her? Aus Neufahren bei Freising, am Flughafen ist das. Das ist gut, das passt. Ja. Seine Aufgabe ist es, 5 Rosen insgesamt zu verkaufen. Auf den Cent genau. Pro Rose muss er 3,33 € einkassieren. Da darf nicht verhandelt werden, da darf nicht aufgerundet werden. Er muss es exakt schaffen. 7 Minuten 8 hat er schon verbraucht, 30 habe ich ihm vorgegeben. Eine lockere Aufgabe. Ich lasse die Zeit wieder laufen, du machst weiter. Jawohl. Auf geht's. Eine Sekunde habt ihr für mich. Ich habe die Ehre, diese Rose verkaufen zu dürfen. Ich muss sie für exakt 3,33 € verkaufen. Nicht mehr, nicht weniger. Halt, 2,85, jetzt kommt's daher. Jetzt haben wir 2,88. Oh je, oh je. Zeig mal, du, ich kann schon eben. 88. Weil die legen jetzt alle Groschen zusammen. Ja, das gibt's ja nicht, wir werden das wieder zusammenbringen. Da. Also, hat immer noch einen Euro. Wir brauchen. Zeig mal, du, raus jetzt, komm. Damit der junge Mann. Halt, da kommt was. Da wird zusammengesammelt. 1 Euro. 30, 33. Jawohl, 3 Euro. Halt, jetzt ist er schon. Jetzt ist er am Boden. Da ist er. Am Boden ist er. Jetzt haben wir es beieinander, schau hier. 3,33 €, jawohl, super, danke, schön, und jetzt noch die letzte, auf geht's. 3,33 €, dafür muss ich sie verkaufen. Aber auf den Cent genau. Es darf nicht mehr und nicht weniger sein. Ui, der schaut auch gut aus. Ui, Finale. Tun wir her, warte mal, wir zählen aus. 3,20 €, die Spannung steigt. Jetzt brauchen wir noch einen. Nein, einen Urner. Jawohl, geschafft. Und das auch noch in einer sensationellen Zeit von 12 Minuten und 11 Sekunden. Damit sind wir durch. Rainer ist mit dabei, freut mich, bist der Guter. Und jetzt gehst du mit deiner Liebschaft, Freundin, Partnerin, Frau oder was auch immer, das ist über die Wiesn. Und wir sehen uns in Bad Aibling. Und wir sehen uns morgen wieder. Pfiat euch, servus.